die vielen Berichte von den Intensivstationen unserer Krankenhäuser sehen, wenn Sie den Ärzten... Oh, Corona, Corona. Ganz nicht mehr hören. Vermutlich hat kaum eine andere Berufsgruppe... Maskenpflicht, Abstand halten. ...der Pandemie zu tragen durch die Pflege der Patienten. Hände desinfizieren. Ich mach doch alles. ...beinahe erschöpft und die Bewegung der Intensivstationen steigt. Vor diesem Hintergrund ist der Hilferuf des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts diese Woche wohl zu verstehen. Die Lage in den Krankenhäusern spitzt sich teilweise dramatisch zu und wird uns auch noch stärker treffen als in der zweiten Welle. Und klar ist, wir müssen jetzt handeln, jetzt auf allen Ebenen. Natürlich auch besonders auf der Ebene der Entscheider. Alles desinfizieren. Jawohl, Herr Wieler. Jetzt reduzieren, Infektionsketten jetzt unterbrechen und damit Menschen... Alles desinfizieren. Die Gesundheit von vielen retten. Puh. Angesichts der Wucht der dritten Welle ist die Politik merkwürdig aus dem Takt geraten. Eigentlich hatten die Verantwortlichen vor Ostern erkannt und kraftvoll eine Osterruhe angekündigt, die dann aber tags drauf war. Alles muss sauer sein. Jawohl. Der Bund werde nun handeln. Sie wolle nicht noch einmal 14 Tage warten, kündigte sie an. Das ist mittlerweile aber auch schon wieder.